Ich spreche in Deutsch. Sie sprechen nicht Deutsch? Nein. Aber Sie sprechen Deutsch, ja? Auch ich spreche. Aber ein bisschen sprechen Sie doch. Sagen Sie, woher kommen Sie aus welchem Land? Rumänisch. Aus Rumänien? Ja. Sind Sie alleine hier? Ja. Oder mit Ihrer Frau? Nein, alleine. Alleine? Ja. Es gibt ja rumänische Männer, die sind mit ihrer Frau hier und die gehen hier anschaffen. Sind hier auf dem Straßenstrich. Keine Ahnung. Als Prostituierte. Wissen Sie nicht? Und was machen Sie hier? Spazieren. Die ganze Zeit? Ja. Immer nur spazieren. Sagen Sie, sind hier zum Auto kaufen oder sind mal im Urlaub hier? Oder. Immer sowas. Zufälligerweise in dem Viertel, in der Straßenstrich. Genau. Existiert. Was machen Sie in Deutschland, wenn ich fragen darf? Urlaub. Urlaub. Wie lange sind Sie hier in Deutschland? 10 Jahre. 10 Jahre? Und was machen Sie? Sie sagten eben, Sie machen Urlaub. Frau. Frau? Hier? Ja. Ah, ist das ein gutes Geschäft? Nicht viel. Nur eine Frau oder mehrere? Eine. Eine Frau. Was verdienen Sie im Monat? Im Monat was? 2000. Wo arbeitet Ihre Frau? Laufhaus. Im Laufhaus, wo? Ja. Welchem? Uhu. Im Uhu. Die Frauen hier arbeiten fast alle für ihre Familie, für den eigenen Mann oder den Vater. Die meisten kommen aus Rumänien, Bulgarien oder Ungarn. Als das Vorzeigebordell der Region gilt das Paradise. Es liegt in einem Vorort Stuttgarts und soll sogar das größte Bordell Europas sein. Das Paradise wird geradezu als Wohlfühloase verkauft, leistet sich sogar einen Pressesprecher, Michael Berettin. Mit ihm sind wir verabredet. Hallo, ich grüße Sie. Ja, was können Sie uns sagen? Ich kann Ihnen das schönste Bordell und das größte Bordell Deutschlands zeigen. Das größte und schönste? Das größte und schönste. Das Paradise sieht sich als ganz normales Unternehmen, das allerdings keine Wünsche offen lässt. Die Herren zahlen 79 Euro Eintritt, darin enthalten Sauna, Essen und alkoholfreie Getränke. Die Prostituierten zahlen ebenfalls 79 Euro, quasi anstelle der sonst üblichen Miete. Jeder gilt hier als Gast. Also wir sind jetzt im Prinzip hier oben in dem Bereich, in dem Galeriebereich auch. Wenn Sie jetzt keine Lust haben, unten in dem vollen Haus dann zu sitzen, ja, wenn hier voller Betrieb ist, dann können Sie oben in die Galerie gehen. Und wir haben hier oben, gehen wir mal hin, dieses Zimmer hier komplett gerichtet wird. Das heißt, die zieht die Vorhänge auf, macht es hell. Das, was Sie jetzt sehen, ist jetzt zum Beispiel ein typisches Beispiel, das sind Ölflecken. Hier ist ein schönes Beispiel. Ja. Und diese Ölflecken kriegen Sie nicht mehr aus diesen Laken raus. Wo kommt das her? Vom Gleitgel. Ach so. Vom Gleitgel, da ist Öl drin. Ja. Das ist ein Riesenthema, da sind wir gerade dran am Arbeiten mit der Textilindustrie, ja, dass man Überzüge macht, wo diese Sachen, dieses Gleitgel nicht drin bleibt. Sie haben vorhin gesagt, unten, Sie legen sehr viel Wert auf Hygiene. Ja. Gibt es da auch entsprechende Hygieneanleitungen für die Damen? Ja. Also Kondompflicht oder so? Ja, also Kondompflicht eh. Ist ja, das so? Definitiv, ja. Nur, wir können es nicht kontrollieren. Das ist wieder ein anderes Thema. Also wenn eine Dame dann ohne macht, ja, ist es ihre Geschichte? Das ist ihre Geschichte, genau. Wie sollen wir es kontrollieren? Die Frauen seien alle selbstbestimmt, auch selbstbewusst, heißt es. Und es gäbe eine Eingangskontrolle mit Gesundheitsprüfung. Nicht jede dürfe hier rein, erzählt er uns. Die Frauen möchten nicht mit uns reden. Aber wir treffen einen Freier, Michael K. Für ihn ist Sex ein beliebig verfügbares Konsumgut, wie jedes andere auch. Diese Osteuropäische, die bietet einfach einen sehr guten Service an. Ja? Und du bekommst das, was du willst als Mann. Also viele deutsche Frauen zicken drum, die sagen, ich blase nur mit Kondom. Ja? Wobei Clubstandard ist, blasen ohne Kondom. Ja? Aber das ist jeder Dame, die ist ja selbstständig, selber überlassen. Was treibt Sie hierher in dieses Paradise? Warum kommen Sie hierher? Was will ein Mann? Der will eigentlich Sex haben. Ja? Ich war glücklich, viele Jahre verheiratet, dann kam die Scheidung. Und dann bin ich mal hierher gekommen, ja, und muss sagen, das hat mir dann so gut gefallen, dass ich jetzt Stammgast hier geworden bin. Was geben Sie hier so im Jahr aus? So 20.000 gut. Ist eine gute Investition. Das ist Ihnen das wert? Das Gefühl, das ist mir's wert, ja.
Weil wenn ihr rechnen, was kostet eine Ehefrau zu Hause? Kann man denn eine Ehe nur auf das Geld reduzieren? Ja, hinterher schon, weil da geht es nur ums Geld bei der Scheidung. Das größte Bordell Europas verkauft sich also als das Paradies schlechthin für Männer und für Frauen, die hier selbstbestimmt ihren Körper verkaufen können. Doch inzwischen ist diese Fassade gebröckelt. Etwas mehr als ein Jahr nach unserem Besuch im Herbst 2014. Die Polizei ist vorgefahren, durchsucht das angeblich so gut organisierte Edelbordell Paradise. Die Beamten haben einen konkreten Verdacht. Einige Frauen sollen hier mit Wissen der Geschäftsführung für Zuhälter angeschafft haben. Durchsucht werden auch Etablissements in Saarbrücken und in Österreich. 15 Personen werden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ermittelt auch gegen die Verantwortlichen des Paradise. Haben Sie von den Vorgängen gewusst? Wir fragen nach. Können Sie erklären, was den Beschuldigten genau vorgeworfen wird, wie sie es gemacht haben sollen? Der Vorwurf des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung beinhaltet den Vorwurf oder den Verdacht gegen die Beschuldigten, dass sie junge Frauen unter 21 Jahren der Prostitution zugeführt haben sollen. Eine Methode war die sogenannte Loverboy-Methode. Das heißt? Das heißt, dass den jungen Frauen die große Liebe vorgespiegelt wurde. Auf der anderen Seite wurde ihnen vorgegaukelt, dass ihr Geliebter finanzielle Probleme hat und sie mögen doch durch Ausübung der Prostitution Geld heranschaffen, um diese finanzielle Notlage zu klären. Mehrere der insgesamt 15 Beschuldigten können der rockerähnlichen Gruppierung United Tribunes zugeordnet werden. Diese Personen waren zum einen für die Rekrutierung und auch die Überwachung der Frauen zuständig. Die United Tribunes sind der Polizei gut bekannt. Bereits im Sommer 2011 gerieten sie ins Visier der Ermittler. In Villingen-Schwenningen, südlich von Stuttgart, durchsuchen 250 Beamte Bordelle und Wohnhäuser. Einige Mitglieder der selbsternannten Bruderschaft werden festgenommen, doch den Hauptakteuren gelingt die Flucht. Dem Ex-Boxweltmeister des ehemaligen Jugoslawien Boki und seinem Cousin Dado. Auch damals lautet der Vorwurf, die Tribunes hätten Frauen mit Gewalt zur Prostitution gezwungen, unter anderem in diesem Laufhaus, dem La Notte. Nach langen Recherchen gelingt es uns, an eine der ehemaligen Prostituierten aus diesem Club heranzukommen. Nur unter der Bedingung, dass sie nicht erkannt werden kann, ist sie zu einem Interview bereit. Sie lebt derzeit im Zeugenschutzprogramm des LKA Baden-Württemberg. Dennoch lebt sie in ständiger Angst, von ihren ehemaligen Peinigern gefunden zu werden. Die Rocker seien vor der Razzia gewarnt worden, erzählt sie. Wussten die, dass eine Razzia kommt? Ja, da war irgendjemand von der Polizei. Ein Maulwurf, der hat halt, ja. Ja? Ja. Einer hat den Zuhältern Bescheid gesagt. Bescheid gesagt, mhm. Polizei kommt. Ja. So war das? Ja. Aha. Dann waren die alle weg und sie haben die Gelegenheit genutzt. Ja, viele. Ja? Viele haben die Gelegenheit genutzt. Sind abgehauen? Ja. Also, wenn die Razzia nicht gewesen wäre, wären da immer noch die gleichen Frauen dort. Also, bis man halt, wie sagt man das so schön, bis man nichts mehr reinbringt. Bis du alt und verbraucht bist. Wie viel haben Sie verdient? Es gab Tage, da hast du 3. Es gab Tage, da hast du 5.000 verdient. Es gab Tage, je nachdem, was man macht, wie lange du da draußen bist, vielleicht 10, 20. Haben Sie von dem Geld was bekommen? Nein. Kein Cent? Nein. Nicht 1 Euro. Wenn die Frauen was gebraucht haben, konnten sie mit demjenigen halt raus, mit den zugehörigen Personen von den Leuten. Und dann konnte man sich was kaufen, einkaufen halt, was man braucht und dann wieder zurück. Also selber Geld. Bei dem Einkaufen waren sie quasi auch unter Bewachung? Genau, das kann man so sagen. Sie haben gesagt, die waren sehr aggressiv, diese Leute wurden... Aggressiv? Aggressiv ist ja noch harmlos. Es gibt da gar kein Wort für brutal.
Also brutal kann man auch nicht sagen. Was haben die gemacht? Also wenn man nicht gespürt hat, wie das Ding gerade nach dem Kopf ging, wurdest du halt geschlagen. Tür zu. Und am besten, wenn man geschlagen wird, dann bitte nicht laut sein. Also am besten die Schläge akzeptieren und nicht schreien. Ja, bloß nicht, da wird dir ja der Mund zugehalten und da wird dir ein Kissen über den Kopf gezogen. Das interessiert überhaupt niemanden. Und wenn man fertig ist, da wird die Tür dann wieder geöffnet und dann wird gesagt, jetzt arbeitest du schön weiter. Wir sind ja hier in so einem Wald jetzt, ja. Ich habe gehört, es gab oft da bei dieser Gruppe den Brauch. Ja, da wirst du in den Wald gefahren. Ja. Ja. Was war das? Ja, Frauen, die halt nicht gehört haben. Der Spruch, ich fahre dich in den Wald, das ging jetzt halt darum, dass wenn die Frauen, wenn man die in den Wald bringt, dass auch wenn sie schreien oder sich wehren, dass es ja wirklich niemand mitbekommt. Die sind ja im Wald und da können sie auch nicht weglaufen. Du kannst ja so laut schreien, wie du möchtest, es wird dir ja keiner helfen. Die Betreiber des Bordells haben sich in ihre Heimat zurückgezogen, eine Kleinstadt in Bosnien-Herzegowina. Diese Bilder entstanden 2011, als Bedrift schon einmal über Boki und Dadu berichtete. Starke Typen, die einschüchtern. Obwohl ein internationaler Haftbefehl gegen sie vorliegt, leben sie unbehelligt in Bosnien noch immer. Die Vorwürfe des Menschenhandels weisen sie bis heute zurück. Es gibt keine Geschäfte, es gibt keine Geschäfte, wir machen keine Geschäfte. Diese Tür und so, das macht jeder für sich. Also. Es geht ja nur um Freundschaft. Es geht nur um Deutschland, keine Geschäfte. Es geht nur um Freundschaft. Hier würden sie sich voll auf den Boxsport konzentrieren, erzählen sie. Und weil sie bosnische Staatsbürger seien, würden sie nicht ausgeliefert. Dass sie per Haftbefehl in Deutschland gesucht werden, stört sie deshalb nicht. Ja, aber in Bosnien sind wir freie Leute. Also wir sind in Bosnien frei. Also, es ist nicht so ein großes Land, aber es reicht zu bewegen. Also, es reicht. Während sich die Führungsspitze in Bosnien vergnügt, werden andere Tribunes wegen der Vorgänge in Paradise in Deutschland angeklagt. August 2015, ein Dreivierteljahr nach der Razzia im größten Bordell Europas, müssen sie sich vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Der Vorwurf, Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Auf der Anklagebank sitzen neben dem Haupttäter auch zwei Prostituierte, die ihm dabei geholfen haben sollen. Es gibt Haftstrafen und eine Bewährungsstrafe. Der Täter war zur Tatzeit unter 21 Jahren. Weitere Verfahren sollen folgen. Offen bleibt die Frage, was er gewusst hat. Jürgen Rudloff, Chef des Paradise Imperiums, jahrelang tingelte er von Talkshow zu Talkshow, gab sich als Saubermann. Seit über 10 Jahren. Wurde nicht eine einzige Beanstandung der polizeilichen Behörde bei mir festgestellt, dass irgendeine Dame illegal da ist oder unter Zwang oder wie auch immer. Und heute? Zum Zeitpunkt der Razzia befand sich Jürgen Rudloff im Ausland. Ein Dreivierteljahr lang war er aus der Öffentlichkeit verschwunden. Nach langen Recherchen finden wir heraus, dass er sich in der Schweiz aufhält, in Zürich. Wir haben uns vorangekündigt, er hat einem Treffen zugestimmt und tatsächlich treffen wir ihn in der Bankenmetropole. Es ist das erste Mal, dass er sich seit der Polizeiaktion einem Fernsehinterview im deutschen Fernsehen stellt. Zu den konkreten Vorwürfen will er nichts sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handele, meint er. Die haben einen Zugriff auf unsere Computer. Ja? Das ist also vereinbart worden. Die können zu jeder Tages- und Nachtzeit auf unseren Computer Zugriff haben. Wer ist jetzt gerade in diesem Betrieb drin? Da können sie das dann festhalten. Und können dann dementsprechend, wenn gegen irgendeiner Dame mal was vorliegen würde, Untersuchungen nachgehen. Ja. Und es ging auch recht gut. Wir haben auch mit der Behörde eine sehr transparente Zusammenarbeit. Und das ist ja immer das, wenn man mir da so den Saubermann, den Titel habe auch nicht ich mir nicht gegeben, den Saubermann-Titel, sondern das, weil ich versucht habe, klar, in einer Branche, die wo immer irgendeinem negativen Licht steht, mal versuchen, mal ein bisschen, ja, eine gewisse Transparenz für außen, auch für die Bevölkerung, auch für die, ja, die, wo das durch die Medien natürlich immer so ein Schreckensgespenste mitgeteilt bekommen, dass in diesen Räumlichkeiten immer nur der Zwangsprostitution nachgegangen wird. Und das war für mich ein Thema, warum ich das gemacht habe.
Also waren die Behörden stets eingeweiht? Hat sich der sogenannte Bordellkönig nichts vorzuwerfen? Die Ermittlungen laufen noch. Dabei ist auch die Frage,